Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Überraschung ist endlos, die Enttäuschung ist riesengroß. Ich habe nämlich auf Anfrage einer Zuschauerin eine Mystery Box von Make-up bei Amazon gekauft und das Schätzchen ist da. Wir werden heute probieren, wie viel habe ich dafür ausgegeben? 35 Euro. Wir werden heute gucken, ob wir die 35 Euro heute irgendwie ansatzweise sinnvoll in meinem Gesicht platzieren können. Ich habe schon mal so ein bisschen vorsortiert. Erste Überraschung. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nagellacke mit dabei. Guess what? Die sind für euch, weil Fadi trägt hier keine Nagellacke. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. So ein paar Sachen finde ich ehrlich gesagt super spannend, weil ich sie persönlich nicht kenne. Das heißt also, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Wir werden jetzt einen Look mit Mystery Box Make-up schminken. Ihr seht, ich habe offensichtlich noch nichts im Gesicht, weil ich gedacht habe, ja, okay, wir haben hier richtig, richtig coole Sachen. Aber wie eben schon gesagt, wir haben Nagellacke und zwar auch von Marken. Das macht mich so ein bisschen stutzig, ne? Also erstmal, wer verkauft solche Mystery Boxen? Woher hat die Person diese Produkte? Weil wir haben hier ein Nagellack von P2. Hier nochmal ein von P2. Ich glaube, P2 gibt es gar nicht mehr, ne? Wir haben Manhattan. Wir haben Essence. Aber alles so aus LEs, die schon ein paar Tage her sind. Die Produkte auch. Deswegen hole ich jetzt mal das Kistchen her. Ich habe es, wie gesagt, schon so ein bisschen vorsortiert. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was wir hier drin haben. Das ist ein Sticker, den man sich auf die Stirn klebt. Für ein Festival. Wir haben einen Pinsel, der ist sogar recht neu, aber wir haben hier auch ganz, ganz viele spannende Monolidschatten. Und ich weiß, einige von euch sammeln Monolidschatten, vielleicht könnt ihr mir da helfen und mir in die Kommentare schreiben, aus welchem Jahr die Limited Edition sind, weil hier sind Produkte drin, die sehen nicht, die sehen nicht mehr so aus, als könnte man sie ins Gesicht machen. Wir haben hier die Sprinkled Chrome Lidschatten, sieht super spannend aus. Monolidschatten in grün, in einem hellen Rosébeige. Das können wir als Puder benutzen. Ja, das hier, ne? Das ist aus der RE, ich glaube, Caviar Gauche. Aber das ist schon so. Riecht aber noch okay. Ja. Ich glaube, das ist unser Primer hier, ne? Komm, Freunde, ihr kennt mich. Wird ein bisschen quatschig heute hier. Also, Huda Beauty is shaking. Ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, dass ich probiere, alles irgendwie zum Laufen zu kriegen. Auch eine Make-up-Mystery-Box. Ich habe gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Idee mal. Scheinbar nicht. Vielleicht habt ihr ja schon mal Erfahrungen mit Mystery-Boxen gemacht. Dann könnt ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ganz ehrlich, wenn ich die Sachen hier so sehe, 35 Euro ist okay. Ich glaube, es waren wie viele Produkte? 35 Kosmetikprodukte. Das ist okay. Die Chance, dass man es halt nicht benutzen kann, ist recht hoch. Ich liebe persönlich ich mochte ihn gerne, diesen Trend mit den Liquid Highlightern. Ich mache euch mal ein bisschen dunkler, ihr seid ganz schön hell. Eigentlich mochte ich das immer ganz gerne, ne? So ein bisschen Liquid Highlighter unten drunter zu geben und dann die Foundation rüber. Mittlerweile haben wir aber sehr, sehr schöne Glowy Foundations und deswegen, glaube ich, braucht man das heute nicht mehr. Des Weiteren sind da Metallpartikel mit drin, die nicht unbedingt so direkt auf die nackte Haut sollten. Ich mache einmal eine Foundation drauf, denn die haben wir tatsächlich nicht. Ich benutze dafür wieder meine Rival de Loup Hyaluron Foundation und gebe mir die jetzt hier einfach mal rüber. Und das ist so ein Ding, das hat Huda Beauty von Anfang an oder seitdem sie diese Nymph-Reihe hatte, ganz gerne gemacht. Die hat einfach immer so einen Liquid Highlighter runtergegeben. Ich persönlich mache das nicht. Auf der anderen Seite, ich würde so einen Liquid Highlighter aber auch heute nicht mehr als kompletten Highlighter benutzen, weil mir das zu intensiv ist. Und ich glaube, ihr kennt mich, Freunde. Wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr es. Ich bin ja eigentlich Highlighter verrückt gewesen. Und ich benutze Highlighter immer noch gerne. Aber es hat sich so ein bisschen verändert in einen eher natürlichen Highlighter, der so ein bisschen von innen heraus strahlt, als eher so einen wirklich metallischen, der aussieht wie Metall. Ich muss aber sagen, die Base gefällt mir so sehr gut. Ist natürlich super glowy und super frisch. Kann man vielleicht mal machen, wenn man jetzt vielleicht nicht die Foundation den ganzen Tag trägt, was ich sehr, sehr gerne mache. Dazu benutze ich aber meistens das Ding von Charlotte Tilbury. Das gebe ich mir unter die Foundation und hat denselben Effekt, ohne dass es so
Ja, ich würde schon fast sagen, aggressiv zu der zur Haut ist. Was haben wir denn hier noch? Wir haben was für die Lippen. Wir haben einige Lippenstifte, die ich mir gerne als Blush auftragen würde. Und zwar haben wir hier, der ist recht neu, das weiß ich, die habe ich nämlich selber getestet. Aus der Essence My Power is Fire, ein Lippenstift. Und auch hier von Essence, der muss doch bestimmt schon ein paar Jahre alt sein. Ich schaue gerade, aber da steht ja immer nicht drauf. Der ist auf jeden Fall nicht benutzt und hat so ein Babyrosa. Ich swatche ihn einmal ganz kurz. Oh. Aber der hat so. Nee. Riecht aber auch noch sehr gut. Also, kleiner Tipp, falls ihr euch Mystery Boxen kauft, lasst es lieber. Disclaimer. Riecht an den Sachen. Schaut sie euch an. Sind die benutzt? Sind die schimmelig? Man sieht das sehr, sehr oft. Den Lippenstift mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich mische mir den jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf meinen Handrücken. Weil er ist natürlich intens. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem hier rüber und mische mir so eine. Sieht aber schön aus. Ist so ein bisschen glossy wet und das mag ich persönlich ja super gerne. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Brush, arbeite mir das Produkt richtig schön in den Pinsel ein und dann stempeln wir das einfach mal hier rüber. Ich persönlich hätte ja gerne ein Produkt, was man so ein bisschen, oder das kann man oft mit jedem machen. Ich finde aber, dass die Formulierungen dann nicht so gut miteinander funktionieren. Also hier ist jetzt Glück, weil ich eine sehr glowy Foundation habe. Aber ich persönlich würde zum Beispiel nicht mit Lippenstiften, sondern eher mit einem Liquid Lipstick arbeiten, wenn die Foundation so ein bisschen matter ist. Wunderschöne Farbe. Ich drehe mal das Licht so ein bisschen weg. Sehr frisch. Die Haut sieht gesund aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ganze so gut funktioniert. Wir könnten uns jetzt noch ein bisschen Highlighter rübergeben. Ich glaube, das ist aber zu viel. Wo ich sehr gespannt bin und sehr, sehr skeptisch bin, Freunde, ist das hier. Das habe ich noch nie gesehen von Catrice und ich meine, ich kenne Catrice schon eine Weile. Das ist der Slimatic Camouflage Stick in der Farbe 030. Könnte tatsächlich also passen. Ja, was du denkst und was du bekommst, ne? Okay, ich trage mir das jetzt mal hier auf. Normalerweise ist so ein Stick ja immer ganz gut, um so Spot-Concealing zu machen. Also wenn man hier jetzt beispielsweise so einen Pickel hat, dann da einfach mal raufgehen. Wir haben keinen anderen Concealer, deswegen hoffen wir. Er schmilzt sehr schön, dass das gut funktioniert. Er ist so ein bisschen gelblich. First Impression, eine recht gute Deckkraft. Ja, ist ein bisschen gelb, ne? Also wird jetzt nicht persönlich mein liebster Concealer. Ich muss aber sagen, diese Lippenstift-Kombination, vielleicht habt ihr die Produkte ja auch zufälligerweise zu Hause, gefällt mir sehr gut. Und so sieht die Base erstmal aus, wie sonst auch immer, oder? Was sagt ihr? Wie gefällt euch die Base bis jetzt? Ich muss sagen, das ist eigentlich ganz nice. Ich hatte es ja eben schon mal angekündigt. Wir setten das Ganze mit einem Lidschatten. Das ist von Essence der Mono Eyeshadow in der Farbe 14 Flirting. Ich swatche ihn einmal kurz. Oh, ist ein bisschen dark, ne? Ich nehme mal einen Pinsel erstmal und wir testen das an einer nicht so präsenten Stelle. Hier. Ach, das geht aber. Das geht. Also klar, dass es geht, aber es sieht ja auch noch halbwegs akzeptabel aus. Ach, naja, wobei. Der ist halt so ein bisschen pinky, ne? Corrie. Sekunde. Also es sieht gerade verrückt aus, ich weiß, aber. Wenn ich den hier unter meine Augen gebe, habe ich A, einmal eine krasse Deckkraft. Jetzt bin ich zwar sehr dunkel unter den Augen, aber dadurch, dass der so ein bisschen pinky ist, korrigiert der nochmal. Ich nehme jetzt mal, wir wollen ja, dass es hier halbwegs vernünftig aussieht. Normales Puder. Und ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen rüber und sette das Gesicht normal, wie ich es normal setten würde. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis. Ja, weiß ich nicht, ne? Eigentlich ist es ganz krass. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also die Augenringe sind komplett wegkaschiert. Es ist natürlich jetzt nur bei mir ein bisschen dunkel. Deswegen, ich habe hier doch. Wir kriegen das hin, Freunde. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht ein vernünftiges Make-up habe. Brightening-Palette von, wie heißt sie? Jaclyn Hill. Und dann nehme ich mir einfach jetzt mal hier die Farben so ein bisschen. Au, oh, voll ins Auge. Und brighte damit unter den Augen wieder. Okay, krass. Also ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn ihr meine Hautfarbe habt oder ein bisschen dunkler,
könnte ich mir vorstellen, dass man den wirklich gut als Setting-Puder vorne unter den Augen benutzen kann, weil der halt extrem pigmentiert ist und zeitgleich so ein bisschen korrigiert. So ein bisschen grau sehe ich jetzt aus, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen lang und helle alles auf, aber es ist okay. Okay, gehe ich nochmal hier so ein bisschen rüber mit dem Blush, um das hier so ein bisschen lebendiger zu machen. Und dann haben wir. Ein Puder. Are you kidding me? Das ist aus der High Beauty Reihe ein Fixing Puder. Mit diesem Symbol, dessen Namen ich hier auf YouTube nicht sagen darf. Das soll so ein bisschen korrigieren und setten. Ew. Roch das normalerweise auch? Egal. Komm, ich schminke mich eh gleich wieder ab. Gehen wir einfach nochmal hier so ein bisschen rüber. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Aber jetzt ist eigentlich alles ganz fresh. Und das mag ich. Das korrigiert ist so ein bisschen grünlich, ne? Und korrigiert so ein bisschen Rötungen. Okay, das mag ich sehr gern. Das weiß ich, dass das viele von euch auch gemocht haben. Aber naja, also Base ist eine Challenge hier, ne? Ich habe euch neulich gefragt, was ihr euch wünscht. Ihr habt euch Challenges gewünscht, Freunde. Wenn dieses Video floppt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also für die Augen haben wir tatsächlich viele, viele Monolidschatten. Ich schaue aber gerade nochmal. Hier ist nämlich von Gosh, ich glaube, das ist eine österreichische Drogeriemarke, einen Eyeliner. Ich swatche ihn einmal kurz, bevor ich damit vielleicht meine Augenbrauen mache oder so. Aber der sieht so ein bisschen bräunlich aus. Nö, das ist ein Grau. Also keine Augenbrauen heute. Wir haben hier einen Highlighter. Das ist ein Monolidschatten von Hypoallergenic. Auch da kriege ich oft Nachrichten, kannst du mal Hypoallergenic testen. Ist so ein bisschen glitzeriger. Falls ihr am Wochenende Langeweile habt, heute ist ja Freitag, ne? Oder je nachdem, wann ihr das Video seht, probiert doch mal aus, euer Make-up nur mit Sachen zu machen, die ihr vielleicht als Monolidschatten habt oder einfach so. Sucht euch eine Box raus oder fragt euren Freund, euren Vater, eure Eltern, euren Hund, je nachdem, wen auch immer, ob er euch mal ein paar Produkte raussuchen kann, ohne dass er weiß, was ihr damit machen wollt. Und dann probiert mal einen Look daraus zu machen, weil ganz ehrlich, also schön ist es nicht, ne? Aber es ist okay. Also man kann damit arbeiten. Ich muss nur sagen, ich mag den Lidschatten nicht. Also als Lidschatten ist der so ein bisschen soft auf der Brust. Ich glaube, ihr seht es nicht mal, ne? Hier. So ein bisschen weich. Muss man mögen. Was wir jetzt aber haben, ist, wir nehmen jetzt mal nochmal diesen Monolidschatten von eben. Der, na, jetzt sieht der schon wieder anders aus, ne? Also warum ich auch darauf gekommen bin, dass das meine Hautfarbe sein könnte. Gebe ich mir den in die Lidfalte für so einen kleinen Transition-Effekt und können uns auch gleich die Nase so ein bisschen konturieren. Also ganz ehrlich, unter den Augen mag ich ihn eigentlich ganz gerne, weil die Augenringe sind weg. Ist zwar nicht meine Farbe, aber sie sind weg. Sahen wir schon mal besser aus? Ja. Wir haben hier einen Monolidschatten von Catrice. Der ist richtig, richtig schön. Ich liebe ja Mono, aber der ist auch so ein bisschen soft, ne? Guess what? Ich glaube, er ist auch schon ein paar Tage älter. Ich wollte sagen, ich liebe ja Monolidschatten, weil man damit immer viel machen kann. Aber der ist halt auch nicht so krass. Wir haben noch den hier, der sieht auch super schön aus. Oh, ich habe auch keine sauberen Finger mehr, ne? Der sieht ganz cool aus. Wow. Okay, der ist schön. Aber ich habe hier gerade noch gesehen, schaut mal, wir haben hier noch so ein Liquid Metal Eyeshadow. Die mochte ich eigentlich ganz gerne von Catrice. Und damit probieren wir jetzt einen Look zu machen. Einen sehr schlichten Look. Ich gebe mir den mal hier nur direkt auf die Lidfalte. Also, ich liebe ja diese Monolidschatten. Die von Rival Lavie sind fantastisch. Ich liebe die. Aber der ist auch schön cremig. Ich mag den Applikator sehr gerne. Der ist sehr groß. Ist ganz cool. Also, wie gesagt, die gab es in vielen, vielen verschiedenen Farben. Mochte ich sehr gerne. Wir haben hier auch noch einen Liquid Liner. Den könnten. Ach nee, das wird nichts. Was ist von wer? Catrice. Rock Couture. Die ist bestimmt 5 Jahre alt. Nee, lieber nicht. Aber wir haben hier einen Neon Liner von Essence aus der Electric Vibes LE. Der ist so ein bisschen. Okay, ich hole euch ein Stück ran. Okay, jetzt seht ihr alles einmal ganz gut. Also die Base, wie gesagt, ist okay. Hier glitzert es noch so ein bisschen. Ich wollte mir damit jetzt so eine Line hier ziehen. Aber der krümelt. Seht ihr das? Also der ist auf meinem Auge. Ew. Was ist das denn hier? Also,
Ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich gehen wollte, ne? Aber das ist ja. Also hier ist der super cremig. Aber hier. Okay. Ich glaube nicht, dass der. War der schon immer so? Wenn wir was gelernt haben in diesem Video, dann kauft niemals Mystery Boxen online von Sachen, die ihr nicht mal mehr kennt, weil sie schon so alt sind. Ich nehme hier einen Lip Liner und gehe damit jetzt einfach mal hier rüber. Ich habe einen Lip Liner. Auf den Augen funktioniert der nicht. Was ist das denn hier? Essence Soft Contouring Lip Liner. Ach, da siehst du mal, wie gut das Make-up heutzutage ist, ne? Also, da kommt ja nichts ab. Wir testen den Liquid Lipstick von Gosh. Auch der. Hallo? Ja, Sie können mir schon mal einen Termin für Haut, Augen und Zahnarzt und Mundarzt und Lungenarzt und alles machen. Danke. Okay, wir haben den Liquid Matte Lip L'Evre Liquid Matte in der Farbe 009 The Red. Riecht noch okay. Schöne Farbe. Super pigmentiert. Geht rauf wie Butter. Super deckend und eine wunderschöne Farbe. Falls ihr da rankommt, top. Jetzt bin ich aber noch nicht ganz zufrieden. Wir hätten hier noch einen Liquid Lipstick gehabt. Den hätten wir auf die Augen geben können. Bei Marceli. Wer ist denn Marceli? Bei Marceli. Wer ist bei Marceline von Hypoallergenic? Wahrscheinlich eine Co-op. Ich probiere jetzt hier nochmal den Rock Couture Liquid Liner von Catrice. Bear with me. Ich mag diesen Liner nicht. Hat aber funktioniert. Ah! Ins Auge. Er brennt ein bisschen hier am Auge, da wo er gerade antrocknet, könnte aber auch die alkoholischen Bestandteile sein, die gerade verdunsten. Ehrlich gesagt, ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich fühle mich oder ich. In meinen Augen sehe ich gerade so ein bisschen aus wie so eine durchgeknallte Kunst- oder Geschichtslehrerin aus der Grundschule. Hatten wir alle. Genauso sehe ich aus. Lippen, mega. Super Textur, super schön auf den Zähnen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das mag. Ich muss sagen, die Eyeliner sind mir sehr gut gelungen. Das sieht so aus, als wären sie unordentlich, aber das ist das Licht, was halt auf diesem Liner reflektiert. Dadurch, dass da Schimmer mit drin ist, sieht das so ein bisschen crusty aus. Also, oder nicht eben zumindest die Linie. Aber muss sagen, okay. Der hier ist wirklich fantastisch gut. Fühlt sich nicht trocken auf den Lippen an. Auch die Lippenstifte, die ich so ein bisschen als Blush benutzt habe, mega. Würde ich es nochmal machen? Nein. Würde ich es euch empfehlen? Bitte nicht. Ich werde mich jetzt schnellstmöglich abschminken, aber ich hoffe, ihr hattet einfach. Aber ich hoffe, ihr hattet einfach so ein bisschen Spaß mit mir heute und konntet ein bisschen lachen, wie ich hier Make-up ausprobiere, was wahrscheinlich schon älter als ich, als meine Schwester, als mein Hund. Ich habe. Oh, mein Hund ist schon 20. You know what I mean. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Anzeige ist raus für so einen Quatsch. I love you. Bis zum nächsten Mal.